Hallo und herzlich willkommen zurück bei Siberia im Kontrollraum auf der Suche nach einem besoffenen Russen. Aber hier scheint er nicht zu sein. Oh, hier ist irgendwas, da gucken wir mal. Aha, ist das hier die Startrampe? Oh, guck mal, hier liegt was. Das kommt doch schon mal mit. Können wir irgendwas machen? Drehen. Aha. Hoch. Runter. Ah ja. Hoch, runter. Mhm. Das Teil hier klemmt. Wie das Teil klemmt. Moment. Schraubenzieher. Nee, nicht Schraubenzieher. Seitenschneider. Auch nicht. Hm. Das Ding ja wohl nicht. Nein. Aber das könnte hier reinpassen. Ja. Und nun? Oder kann ich das Teil jetzt mitnehmen? Das Teil hier klemmt. Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Hm. Das Teil hier klemmt. Okay, das Teil hier klemmt. Den Schlüssel kann ich gar nicht mehr benutzen. Die Knöpfe auch nicht. Na wunderbar. Hm, okay, also hier komme ich anscheinend noch nicht weiter. Ja, dann... Wir müssen diesen Kerl erstmal finden. Ich finde das alles ziemlich verworren hier, die ganze Anlage. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nie wieder hin zurück. In dieses Ding hier. Okay. Was haben wir hier? Achso, dann geht sie nach da. Runter kann sie nicht. Ich muss jetzt erstmal hier mich sortieren. Ich muss nochmal. Hier hätten wir irgendwie Wasser gestartet. Für das gut ist, weiß ich allerdings auch noch nicht. Hier waren wir da drin, ja, ne? Ich wollte nochmal ganz runter. Da war doch am Anfang noch so eine andere Abzweigung. Oder hier, genau. Da ging es doch die Treppe hoch. Wollen wir doch da mal gucken, ob wir den Kerl da finden. Oh, hier sitzen schon die Geier. Wunderbar. Kiste. Hier können wir nicht hin. Da drüben können wir hin. Was haben wir hier? Ein Haufen Gerätschaften, von denen ich keine das Ahnung... Das funktioniert wohl nicht. Toll. Von denen ich keine Ahnung habe, was sie irgendwie bewirken. Funktioniert wohl nicht. Nein, auch nicht. Schraubenzieher, auch nicht. Das funktioniert wohl nicht. Okay, hier funktioniert nichts. Aber da können wir irgendwas tun. Aber wo finden wir diesen Typen? Hier können wir nur wieder runter. Wenn ich irgendeine Ahnung hätte, was das alles für Gerätschaften sind... Dann wäre mir doch geholfen. Gab es hier unten noch irgendwas? Och, Kate, kannst du nicht dahin laufen? Mehr als doppelklicken kann ich ja nun nicht. Nö, 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 sie kann nicht laufen. Sie lässt sich schön Zeit. Hm. So, jetzt sind wir wieder hier. Von da waren wir gekommen. Ja, nee. Da gehen wir nur wieder zurück. Das kann irgendwie auch nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Der Kerl muss irgendwo da oben sein. Ja, Kate, es tut mir leid, wenn ich dich jetzt als hier hin und her hetze. Wir müssen noch mal hier drüben gucken. Irgendwas übersehen habe. Was war denn das hier eigentlich nochmal? Geh doch da nochmal gucken, bitte. War ich da überhaupt schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Hä? Nee, hier war ich noch gar nicht. Okay. Alter, was ist denn hier los? Liegen überall Flaschen? Okay,
Okay, schauen wir mal hier. Also wenn hier überall Flaschen rumliegen und das eventuell sogar Wodkaflaschen sind, ich glaube, dann bin ich hier richtig. Oh Gott, noch eine Maschine. Okay, hoch und runter. Mhm. Naja, okay. Rechts, links, oben, unten, Mitte, Kante. Ich brauchte einen Schlüssel. Aha, sie braucht einen Schlüssel. Okay, dann gucken wir da. Ach, guck mal einer an. Das sieht doch aus wie der Mann, den wir suchen, und es guckt ihm hinten die Arschritze aus der Hose. Wunderbar. Gucken wir uns erstmal hier um. Ach Gott, ey, der lebt aber auch Spaß. Ja, Prost, mein Freund. Hast du auch recht. Hinten können wir auch noch gucken. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie die Störung. Hey, hören Sie mich? Achtung! Klar zum Start! Feuer! Großer Gott, da steht doch ein Fräulein auf der Abschussrampe. Alles in Ordnung, mein Herr. Beruhigen Sie sich. Ich bräuchte nur eine Information. Achtung, Mütterchen. Wir geben hier keine strategischen Informationen. Auf dieser Basis gelten die militärischen Vorschriften. Verstehst du? Und gütiger. Der hat's auf jeden Fall schon mal gut. Gut. Ich quatsch mich mal durch. Mein Name ist Kate Walker, Anwältin aus Am... Ich finde mich hier nicht so richtig zurecht, aber Sie müssten diesen Ort doch recht gut kennen. Boris Scharow, zu Ihren Diensten. Ich darf Ihnen doch ein kleines Schlückchen anbieten? Gerne. Leben Sie schon lange hier? Sind Sie hier allein? Oh, hier ist schon eine ganze Weile nichts mehr los. Aber ich habe ja meine Flaschen. Treu und ergeben. Sie sind Soldat, nicht wahr? Und waren früher auch Kosmonaut, oder? Das war mal. Genug geredet, Mütterchen. Und jetzt stoßen wir an. Das ist ein Befehl. Ey, ich habe eigentlich keinen Bock, dass der mich hier total besoffen macht, der Typ, ey. Na gut. Hören Sie mir doch bitte einmal zu. Ich muss unbedingt ein Transportmittel finden, um diesen Industriekomplex zu verlassen. Sehr schön. Ich auch. Ich muss auch hier raus aus diesem Rattenloch. Aber vorher, hier, koste mal diesen Wodka. Ein ausgezeichnetes Wässerchen. Können Sie mir ja oder nein ein Fahrzeug leihen? Ich glaube, ich wäre sogar bereit, mit einem Ihrer Raumschiffe zu fliegen. Schiff Ahoi! Wir lagen vor Madagaskar. Das muss gefeiert werden. Mal sehen, wo habe ich denn noch gleich meinen ganz besonderen Tropfen? Achtung! Klar zum Start! Feuer! Jetzt reicht es aber. Wie bitte? Was muss ich da hören? Der zivile Frauenchor lehnt sich auf? Oh, trinken wir auf die Machtübernahme durch die Babuschkas der neuen Welt. Oh, meine Fresse. Oh, nee, ich will Ihnen das nicht alles so sagen. Hilfe. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Ein Fahrzeug? Hier sind alle Fahrzeuge schon seit langem beschlagnahmt worden. Für den Grenzschutz. Befehl des Generals. Lass uns auf das Gedenken dieses großen Soldaten anstoßen, Schwesterchen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich trinke lieber nichts. Das wirst du eines Tages vielleicht noch bedauern. Egal. Auf dein Wohl. Jawohl, Prost. Ich frag mal direkt nach dem Zeppelin. Als ich hier durch die Basis ging, habe ich einen beeindruckenden Zeppelin gesehen. Ein solches Objekt inmitten der Raketen. Komisch. Funktioniert es noch? Wozu war es gut? Das ist vorbei. Wir überfliegen nicht mehr die Ebene und die Berge bis zu den Stränden Aralbats. Und wir holen auch keine Sterne mehr vom Himmel. Wir sitzen am Boden fest. Aus der Traum, hübsche Genossin. Hier funktioniert also gar nichts mehr. Alles ist kaputt. Aber nein, alles in perfekter Betriebsbereitschaft.
Ich mag ein alter Kosak sein, der allein trinkt. Aber verrückt bin ich nicht. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre. Nastrovje. Oh Mann, Aralbat. Ich muss mich dringend nach Aralbat begeben. Nur zu, Soldat. Ich bleibe hier. Die Reserve bewachen. All diese Flaschen. Verstehen Sie? Da braucht's einen Fachmann. Okay, Vogel. Es ist unglaublich, wie viele Vögel hier in den Strukturen nisten. Was können die nur hier alle suchen, Ihrer Meinung nach? Mistvögel. Machen, was sie wollen. Wo sie wollen. Und fliegen. Und fliegen. Sie scheinen sie zu beneiden. Mag sein. Manchmal schicke ich Sojus los, um sie zu verjagen. Ich könnte ihm stundenlang zusehen. Die Vögel haben Angst vor ihm. Aber das Federvieh kommt doch immer wieder zurück. Sojus? Sojus. Sojus ist ein wirklicher König der Lüfte. Ein schwarzer Engel im Kampf gegen diese gefiederte Pest, die das Kosmodrom befallen hat. Okay, Zug? Ich bin mit dem Zug gekommen und kann aufgrund eines technischen Problems nicht weiterfahren. Ich musste meine Lokomotive da unten im Industriekomplex lassen. Der Herr Direktor sagte mir, dass Sie hier leben. Ah, Borodin. Er ist zum Feind übergelaufen. Zum Schatten. Dem schrecklichsten aller Feinde. Der Schatten zerfrisst sein Gehirn. Armer Irre. Jetzt gehen Sie aber ein wenig zu weit. Gut, dieser Herr ist etwas exzentrisch. Aber wenn man so lange Jahre allein, fernab der Welt lebt... Völlig verrückt. Ich sag's Ihnen. Aber mich wird der Schatten nicht erwischen. Ich hab da mein Mittel, mein Gegengift. Trinken, um nicht angesteckt zu werden. Das ist mein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Trotzdem, vielen Dank. Frage ich jetzt noch nach Hans oder lasse ich es lieber sein? Ich frage. Sagt Ihnen zufällig der Name Hans Vorarlberg etwas? Karlsberg. Na, und ob ich das kenne? Gar nicht so übel. Aber tut mir leid. Die Flaschen sind schon alle leer. Vorarlberg. Das ist ein Mann. Ich suche nach ihm und denke, er könnte vor einiger Zeit mal hier vorbeigekommen sein. Nun gut. In diesem Fall... Lassen Sie uns auf den guten Mann anstoßen. Ja, wunderbar. Mit dir ist ja nichts anzufangen. Ich geb's auf. Dieser Mann ist viel zu betrunken, um mir irgendwie weiterzuhelfen. Ich bin nicht betrunken. Hinüber. Das bin ich. Na, wunderbar. Kannst du mir denn nicht einfach mal irgendeinen Schlüssel geben? Einen von vielen, den ich brauche? Da haben wir doch was. Flasche. Komisch. Ich war mir sicher, dass hier noch ein, zwei Flaschen sind. Ich muss raus. Alles dreht sich. Was mich betrifft, bin ich nicht gerade startklar. Sind Sie sicher, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist? Ah, der schafft das schon. Der ist im Training, da bin ich mir sicher. Oh ja, ja, ja. Seien Sie vorsichtig. Sie könnten fahr... Da liegt er. Wie ein Käfer auf dem Rücken. Oh Gott, ey. Na toll. Ich kann ja gar nichts mehr mit ihm. Ach Mann, den Schlüssel habe ich immer noch nicht. Dafür habe ich eine Wodkaflasche. Bitte, was soll ich damit machen? Ich rüste das mal aus. Kann ich ihm das oben in den Hals stecken? Nee, verdammt. Verdammte Kiste. Okay, ich gehe da jetzt nochmal rein. Jetzt ist er ja raus. Vielleicht gibt es ja jetzt hier irgendwas, was ich mitnehmen kann. Oder auch nicht. Hier müsste mal dringend jemand aufwaschen. Hier muss doch irgendwas sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ist hier gar nichts zu finden? Doch, hier ist was. Aha. Ach ja.
ja. Erstmal die Wodkaflasche aus der Hand. Schlüssel. Was haben wir denn hier? Kosmodrom, Komkolzgrad, Generaldirektion für Programme und Prototypen. Betrifft Programm XP25, Projekt Vorarlberg hinsichtlich der Tests für einen federbetriebenen Abschussmechanismus. Luft holen. Genossen, aufgrund der Erkenntnisse, die Sie im vergangenen Jahr bei Ihren Besuchen des Kosmodroms gewannen, haben die Genosseninspektoren von der Weltraumkommission der Regierung sich gegen die Fortsetzung des Projekts Vorarlberg ausgesprochen. Hier Ihre Schlussfolgerungen. Die Weltraumkommission ist davon überzeugt, dass die Arbeit von Hans Vorarlberg zu keinem konkreten, die militärischen und weltraumtechnischen Interessen unseres Landes fördernden Ergebnis führen. 2. Dass dieses Projekt unter zahlreichen Gesichtspunkten einzig dazu führt, uns lächerlich zu machen und dem Ausland ein armseliges Bild unserer nationalen Weltraumindustrie bietet. 3. Dass Hans Vorarlberg im Laufe der Jahre anhand zahlreicher unfruchtbarer Versuche eindeutig die Grenzen seiner Kompetenzen im Bereich der mechanischen Technik bewiesen hat. Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir den definitiven Abbruch eines Programms verfügt, das heute als absurd erachtet werden kann. Gleichzeitig wird damit jegliche Zusammenarbeit mit dem Genossen Vorarlberg eingestellt. Die vorliegende Entscheidung wurde von der sowjetischen Regierung im Rahmen des Gesetzes vom 15. April über die Einstellung der Tests im Rahmen des Projekts Vorarlberg für einen federbetriebenen Abschussmechanismus bestätigt. Diese Maßnahme hat die vorläufige Schließung des Kosmodroms Komkolzgrad zur Folge, sowie unter Vorbehalt weiterer Maßnahmen die Entlassung der Testpiloten, die im Rahmen des Projekts Vorarlberg tätig waren. 21. April 1979, General Balia Mushin, Kommandant des Kosmodroms. Aha. Okay, also ja, Hans Vorarlberg, und er kannte ihn auch, eindeutig. Die kannten ihn alle. So, okay, Projekt abgeschmettert. Aber wir haben immerhin schon mal einen Schlüssel. Das ist schön. Noch irgendwas Schönes hier? Nein. Krabbeln wir mal hier raus. Und dann hoffe ich doch, dass das der Schlüssel für dieses Ding hier war. So, Schlüssel da rein. Cool. Gut. Und jetzt? Spitze. Jetzt ist der Schlüssel da drin. Oh. Okay. Ach, das soll eine Dusche hier sein, oder? Ach. Ach, ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen jetzt irgendwas bewegen. Ich weiß nicht, ob wir den Boris hier bewegen. Sollen wir den Boris jetzt hier bewegen oder sollen wir das Rohr bewegen? Das Rohr kann ich hier gar nicht sehen. Nee, dieses Ding hier bewegt sich nicht. Wir müssen das Rohr bewegen. Aber wie sehe ich denn... Wie sehe ich denn... Das Rohr ist aber dauernd an derselben Stelle. Bewegt sich ja kein Fatz. Nee, so irgendwie nicht. Kann ich das mal... das so mache? Ha. Das Rohr bewegt sich aber kein Stück. Warum nicht? Ah, jetzt... Ah, cool, okay. Ist er jetzt unter dem Rohr? Nein, er ist nicht unter dem Rohr. Er muss noch ein Stück nach oben. Ah, perfekt. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wecken wir den jungen Mann mal auf mit einem hübschen kleinen Wasserstrahl. Und zwar in der nächsten Folge. Und bis dahin, eure Trin.